Herzlich willkommen. Ja, immer mehr gesellschaftliche und politische Anliegen drehen sich um bestimmte Merkmale unserer Identität. Es geht um Hautfarbe, Geschlecht, Herkunft, sexuelle Orientierung und um verschiedene Formen von Diskriminierung, die damit verbunden sind. Heute möchte ich darum herausfinden, ob diese Identitätspolitik im Grunde eigentlich gut ist oder doch eher gefährlich und woher eigentlich ihre Grundideen kommen. Mein heutiger Gast ist der in den USA lehrende Politikwissenschaftler und Bestsellerautor Jascha Munk. Wenn wir schon mal einen ausgewiesenen Kenner der US-Politik hier am Tisch haben, haben Sie eine Prognose, wer gewinnen wird im November? Joe Biden oder doch Donald Trump? Prognosen sind schwierig und liegen sehr oft falsch. Aber wenn man sich die aktuellen Umfragen anschaut, dann sieht es sehr stark nach Donald Trump aus. Und wie hat er das wieder geschafft? Das ist die große Frage. Also eine große Überraschung ist, dass in den USA die letzten 20 Jahre lang viele Politikwissenschaftler, Kommentatoren davon ausgingen, dass Weiße eher die Republikaner wählen und sogenannte People of Color eher die Demokraten. Und da der Anteil der nicht weißen Bevölkerung ansteigt, das den Demokraten dann zu einem riesigen Vorteil helfen wird. Das ist nicht mehr der Fall. Joe Biden hat 2020 die Präsidentschaftswahl gewonnen, weil er unter weißen Wählern dazu gewonnen hat. Donald Trump gewann damals schon unter nicht weißen Wählern dazu. Und wenn man sich die aktuellen, also sind Schwarze, Latinos und so weiter. Genau. Ja. Und wenn man sich die aktuellen Umfragen anschaut, dann sind ungefähr 25% der schwarzen Wähler dabei, Trump zu wählen. Das ist ungefähr dreimal so hoch wie noch vor 10 Jahren. Und eine Mehrheit der Latinos ist wahrscheinlich gesinnt, Donald Trump im November zu wählen. Das ist die große demografische Veränderung in den USA. Und wie erklären Sie das? Das erkläre ich zum Teil, weil viele Menschen momentan nicht mit der Wirtschaft zufrieden sind. Aber es gibt auch einen tieferen Grund. Obwohl die gar nicht so schlecht läuft in den USA, hört man zumindest. Die läuft eigentlich ganz gut. Die Inflation ist relativ hoch. Gibt es Debatten darüber, wie gut die Wirtschaft jetzt läuft oder nicht. Aber es gibt auch einen tieferen Grund, dass nämlich die Demokraten sich verwandelt haben in die Partei der Hochgebildeten, der eher Wohlhabenden. Deshalb die Arbeiterklasse, und zwar nicht nur die weiße Arbeiterklasse, sondern die Arbeiterklasse, welche Herkunft die Menschen auch immer seien, immer mehr zu den Republikanern driften. Und Sie haben ja interessanterweise, Sie sind in Deutschland geboren, in München, und sind dann nach dem Studium in die USA gegangen und haben sich 2017, also kurz nachdem Trump gewählt wurde, haben Sie sich einbürgern lassen. Warum nicht, denn? Nicht aus Liebe zu Donald Trump, sondern weil ich damals sehr viel schrieb über die Gefahr des Rechtspopulismus, die Gefahr des Populismus im Allgemeinen und natürlich spezifisch die Gefahr von Donald Trump. Und ich nicht immer sagen wollte, ihr Amerikaner solltet jetzt das tun, sondern wir sollten das tun, um uns gegen diese gefährlichen Populisten zu wehren. Ja, ist interessant. Also Sie sind ein großer Populismuskenner, haben sich früh damit auch auseinandergesetzt, mit dem Rechtspopulismus, Bücher geschrieben mit dem Titel zum Beispiel «Der Zerfall der Demokratie» auf Deutsch, wie der Populismus den Rechtsstaat bedroht. Und jetzt vor kurzem ist Ihr neues Buch erschienen mit dem Titel «Im Zeitalter der Identität, der Aufstieg einer gefährlichen Idee». Und das widmet sich dem, was man gemeinhin auch als Identitätspolitik benennt oder als Woke vielleicht auch. Darüber reden wir noch. Und Sie sagen, diese beiden Dinge, also der Rechtspopulismus auf der einen Seite und die Identitätspolitik, das sind eigentlich fast schon zwei Seiten ein und derselben Medaille. Es gibt einen roten Faden zwischen diesen beiden Sorgen. Ich meine, ich bin mittlerweile seit fast 10 Jahren unterwegs und warne über die Gefahren des Populismus, warne über die Anfälligkeit der Demokratie. Und trotzdem sehen wir eben zum Beispiel in den USA, dass Donald Trump wahrscheinlich, nicht sicher, aber wahrscheinlich wiedergewählt werden wird. Und da muss man sich irgendwann in den Spiegel schauen. Sagen, wenn die Leute eigentlich den Trump nicht so besonders mögen, wenn er relativ unbeliebt ist in Umfragen und sie trotzdem auf keinen Fall für die Demokraten stimmen wollen, warum eigentlich? Vielleicht ist das Problem nicht, dass sie ihn so sehr lieben, sondern dass sie uns im breiteren Sinne der gebildeten, ich würde auch sogar sagen Elite, so sehr hassen. Und warum hassen sie uns eigentlich so sehr? Und das hat, glaube ich, viel mit einer neuen linken, wenn sie wollen, woken Ideologie, ich benutze das Wort nur selten, zu tun, die die Gesellschaft stark polarisiert, viele Grundsätze des Humanismus, des Liberalismus ablehnt die Idee, dass wir einander wirklich verstehen können, wenn wir aus verschiedenen Identitätsgruppen kommen, das Nullsummenspiel, den Konflikt zwischen verschiedenen Gruppen letztlich schürt, anstatt ihn zu schwächen.
Und all das hat dann tatsächlich politische Konsequenzen. Wir sehen also in den USA, wie ich schon erwähnt habe, dass ein Grund, warum Trump momentan vorne liegt, genau der Zuwachs an Unterstützung unter den Bevölkerungsgruppen ist, die eigentlich immer für die Demokraten, immer für die Linke hätten stimmen sollen. Das sollte uns oder sollte Menschen wie mir, die Mitte links stehen, doch ein bisschen zum Nachdenken bewegen. Also Sie sagen, das ist ein Grund unter anderen, dass diese Klassenfrage, sage ich jetzt mal, die soziale Ungleichheit aus den Augen verloren worden ist bei den beiden Linken. Sie sagen ja, der Titel ist bezeichnend, das heißt, im Zeitalter der Identität. Woran zeigt sich denn das konkret? Vielleicht können Sie zwei, drei Beispiele machen, dass wir verstehen, warum Sie von einem neuen Zeitalter sprechen. Ja, also ich sehe das ganz stark an dem Kontrast zwischen der Erziehung, die ich einmal genossen habe, und der Erziehung, die heute typisch geworden ist, gerade in den USA. Für mich war die tolerante Pädagogik immer zu sagen, es sind vielleicht Kinder aus verschiedenen Herkünften, mit verschiedenen Religionen, mit verschiedenen Hautfarben in der Klasse, aber das soll euch nicht definieren, sondern ihr seid alle Kinder derselben Klasse und ihr sollt alle miteinander befreundet sein, ihr sollt euch alle verstehen. Das hat nicht immer wunderbar geklappt, aber das war zumindest das Ideal. Es ist sogar wichtig, um Vorurteile abzubauen und so weiter, oder? Genau. Heute sehe ich in vielen amerikanischen Schulen, einigen der privilegiertesten, prestigiösesten Schulen des Landes zum Beispiel, dass Lehrer in die Schulklasse kommen, wenn die Kinder 8 oder 7 oder 6 Jahre alt sind, die 3., 2., 1. Klasse, und sagen so, für diese Schulstunde gehen jetzt die schwarzen Kinder in ein Klassenzimmer und die Latino-Kinder, also die Kinder mit Ursprüngen Lateinamerika, in das 2. Klassenzimmer, die Asiaten in Anführungszeichen in das 3. Klassenzimmer und die Weißen in das 4. Klassenzimmer. Und das Ziel explizit dieser Pädagogik ist dann, Leute dazu zu bringen, sich, und das ist ganz klar im Englischen so formuliert, als rassische Wesen anzusehen und sozusagen mit den anderen Kindern derselben Hautfarbe Solidarität aufzubauen. Mhm. Aber das ist dann, wenn ich nachfragen darf, für einzelne Schulstunden. So, das ist nicht diese Trennung. Es gibt ein paar Fälle, in denen Kinder tatsächlich auch aufgrund ihrer Hautfarbe wirklich in Klassen eingeteilt worden sind, die die ganze Schulwoche andauern. Ein berühmter Fall, über den ich berichte, in meinem Buch zum Beispiel in Vororten von Atlanta. Aber ja, normalerweise geht es da um einen Teil der Schulwoche. Und die Idee ist, dass die People of Color, dass die nicht weißen Kinder sich dann solidarisieren und gut gegen Unrecht ankämpfen und dass die weißen Kinder sich ihrer Privilegien bewusst werden, ihre weiße Privilegien ablegen und zu guten Antirassisten werden. Aber ich habe mich in meinem Werk auch vor diesem Buch lange auseinandergesetzt mit der Sozialpsychologie und mit der Geschichte. Und ich glaube, das eine, was uns das ganz klar lehrt, ist, dass die Realität anders aussieht. Dass, wie wir uns definieren, relativ flexibel ist, vom Kontext abhängt. Ob wir sagen, wir sind Schweizer oder wir sind Deutsche oder wir sind Christen oder wir sind Weiße oder wie wir uns definieren, das hängt vom Kontext ab. Aber wenn wir mal sagen, wir sind eine Gruppe und die da drüben, das ist die andere Gruppe, dann werden wir auch für unsere Interessen kämpfen, gegen die Interessen der anderen. Ich befürchte also, dass diese weißen Kinder nicht zu tollen Antirassisten werden, sondern zu Rassisten, die für die Interessen der Gruppe, die ihnen aufgetragen wird, und zwar der Gruppe der Weißen, kämpfen. Das inspiriert nicht eine gerechtere Gesellschaft. Also darüber müssen wir sicher noch reden in dieser Sendung. Ich glaube, dass das auch oft von außen dann zugeschrieben wird. Also man wird anders behandelt, weil man schwarz ist und nicht, weil man selbst irgendwie sich so definiert, sondern der Blick der anderen ist es, der einen dann irgendwie diskriminiert und wo es Unterschiede gibt. Es ist beides. Ja. Natürlich, ich sage nicht, dass es ohne diese pädagogischen Praktiken keine Identitäten in der Gesellschaft gäbe oder geben sollte. Mhm. Identität ist auch viel Positives. Aber diese Identität, diese Identitätszuschreibung, kommt natürlich aus der Gesellschaft, aus der Familie und so weiter. Die Frage ist, in welche Richtung sollen unsere Institutionen uns drücken? Sollen die Institutionen uns drücken in die Richtung, ihr Kinder sollt euch doch gemeinsam spielen und sollt eure Gemeinsamkeiten entdecken? Oder kommt der Lehrer in die Klasse und sagt, das Wichtigste an dir ist deine Hautfarbe und so sollst du dich gefälligst auch definieren, mit all den Zwängen, die daraus entstammen. Ich habe einen guten Freund zum Beispiel, der an seiner ersten Woche an der Columbia University in einer Orientierungsveranstaltung genau so eine Art von
Praxis mitmachen musste. Also er musste dann auswählen, in welche Gruppe er geht, und hatte leider einen schwarzen Vater und eine Mutter, die aus Puerto Rico stammt. Das heißt, der erste Akt seiner Universitätserziehung war, sich zwischen seinen Eltern entscheiden zu müssen, ob er sich jetzt als Schwarz oder als Latino definiert. Ja, wenn man das hier in der Schweiz hört, ist das absurd. Das sind Auswüchse, die irgendwo an irgendwelchen Elite-Unis der USA immer wieder gehört werden oder kolportiert werden oder jetzt an Schulen. Also wir können uns das fast nicht so vorstellen. Und Sie sagen aber, das ist schon gefährlich und das wird wahrscheinlich auch hierhin kommen, wenn wir nichts dagegen machen. Und Sie sagen, das hat ja auch angefangen schon in den 60er Jahren, sage ich jetzt mal, mit der Bürgerrechtsbewegung. Aber dann ein wichtiger Punkt ist für Sie 89 oder 90, wo die Sowjetunion zusammenbricht. Und dann hat sich die linken Positionen haben sich eher auf die Identität gestürzt und nicht mehr so auf Ökonomie und Klasse und soziale Ungleichheit, oder? Also zuerst mal müssen wir konstatieren, was wirklich erstaunlich ist, dass selbst als ich noch aufwuchs, ich bin 1982 geboren, ich glaube, wir sind ähnlicher Jahresgang, die einfachste Frage, um festzustellen, ob jemand eher links wählt oder eher rechts wählt, ökonomisch gewesen wäre. Also man sagt, wollen Sie lieber einen generöseren Sozialstaat und höhere Steuern oder niedrigere Steuern und einen weniger generösen Sozialstaat? Das hätte ungefähr ausgewählt, wer in der Schweiz, in Deutschland, in England, in den USA eine linke Partei oder eine rechte Partei wählt. Mhm. Mittlerweile ist das weniger der Fall. Mittlerweile wäre die beste Frage, was halten Sie von Einwanderung? Ist das im Großen und Ganzen was Positives oder was Negatives für ein Land, für Ihr Land? Oder von mir aus auch andere kulturelle Themen. Das ist das, was heutzutage wirklich bestimmt, wer wie wählt. Und dadurch sehen wir das, was Thomas Piketty, der französische Wirtschaftswissenschaftler, die Brahmin-Parteien nennt. Also, dass die linken Parteien im Endeffekt geworden sind zu den Parteien der Oberklasse. Und das spricht sich ganz klar in diesen politischen Diskursen aus. Ich habe vor kurzem in meinem Podcast gehabt den Wahlkampfmanager von Bill Clinton 1982, James Carville, der den berühmten Spruch erfunden hat, it's the economy, stupid, es geht um die Wirtschaft. Mittlerweile sagt er, das Problem der Demokraten ist nicht die Wirtschaft, sondern das Problem ist Faculty Lounge Politics, dass sie reden, als seien sie Professoren untereinander. Mhm. Und so eben den die große Eindruck Mehrheit der Bevölkerung, die nicht Literatur an der Uni studiert hat, abschreckt. Mhm. Interessant. Ja, ja, und dann entsteht dieser Eindruck dieser Elite, die da irgendwie um irgendwelche Rastas sich streitet und diese Identitätspolitik und diese Woke-Kultur und so weiter. Wir werden über all das noch reden und auch darüber, woher diese Einflüsse eigentlich gedanklich oder philosophisch kommen. Das ist sehr interessant, glaube ich, an Ihrem Buch. Aber erst möchte ich noch ein bisschen besser verstehen, woher eigentlich Ihre Identität kommt oder wer Sie sind. Sie sind 82 in München geboren, als Kind von polnischen Eltern. Ihre Mutter ist Jüdin, Sie sind auch Jude. Sie haben dann in Cambridge studiert, in Harvard gelehrt in den USA und sind jetzt Professor an der Johns Hopkins University in Washington und in Baltimore, glaube ich, und in New York. Sind Buchautor und haben den eigenen Podcast, den Sie schon erwähnt haben, The Good Fight, der gute Streit heißt das übersetzt. Haben ein eigenes Online-Magazin auch gegründet, The Persuasion. Sind Publizist in verschiedenen Zeitungen, New York Times und so weiter. Und bis vor kurzem waren Sie auch Herausgeber bei der Zeitschrift The Atlantic und bei der Wochenzeitung Die Zeit. Sie üben diese Ämter jetzt aber derzeit nicht aus, aufgrund eines Vorwurfs gegen Sie, wegen Vergewaltigung von Seiten einer US-Journalistin. Es gibt aber keine offizielle Anklage und somit auch kein Verfahren. Das muss an dieser Stelle zumindest erwähnt werden, fanden wir journalistisch. Und Sie können auch nicht darüber sprechen. Sie sind also, kurz zusammengefasst, kann man sagen, von dem, was Sie machen, Professor, Publizist, Podcaster. Aber Sie sind ja auch noch andere Sachen. Sie sind nämlich weiß, wenn wir jetzt die Hautfarbe nehmen. Sie sind jüdisch. Wenn wir politisch schauen, sind Sie eher liberal oder linksliberal eingestellt. Was würden Sie denn hervorheben, wenn Sie Ihre Identität beschreiben müssten? Also das Wichtigste in meiner Identität ist für mich meine Einstellung zur Welt, meine politischen Überzeugungen, mein wissenschaftliches Werk. Aber natürlich bin ich auch über meine Herkunft definiert. Damit habe ich überhaupt kein Problem. Ich will ganz klar machen, dass wir in einer multiethnischen, multikulturellen Gesellschaft leben, in der Menschen natürlich sich auch immer auf ihre Herkunft beziehen werden. Und das, finde ich, ist etwas, was heute
unsere Demokratien in der Welt bereichert. Ob Zürich oder Berlin oder Paris oder New York, diese Städte sind bunter und besser, weil sie eine sehr lebendige Kultur haben, die sich natürlich bezieht auf die vielen Einwohner, die hier in diesen Orten ihre Herkunft haben, aber auch diejenigen, die in aller Welt ihre Herkunft haben. Aber ich finde, wenn wir uns in der Gesellschaft so sehr auf die Identität fokussieren, dass wir uns darüber definieren müssen, dann verlieren wir etwas. Vor allem auf bestimmte Identitätsmerkmale. Also Sie haben jetzt ja gesagt, Sie definieren sich eher über die Überzeugung, über die Haltung, die Einstellung zur Welt, was Sie wählen und nicht wählen. So, weniger über die Hautfarbe oder über die Religion oder was. Deshalb brauchen wir eine doppelte Freiheit. Wir brauchen die Freiheit zu sagen, für mich ist es besonders wichtig, dass ich aus einer bäuerlichen Familie stamme, in der ich bestimmte Traditionen habe und diese weiter pflegen möchte, oder dass ich Moslem bin und diese religiösen Überzeugungen besonders wichtig sind und also einen großen Teil meines Lebens auch in dieser religiösen Gemeinschaft verbringen möchte. Ja. Das ist eine Freiheit, die wir haben müssen. Aber wir brauchen auch die Freiheit zu sagen, ich will mich nicht darüber definieren, wer ich eigentlich bin. Ich finde, da hat sich vieles verbessert im deutschsprachigen Raum. Als ich aufgewachsen bin in Deutschland, fand ich zum Beispiel, dass wenn ich irgendwie erwähne, dass ich jüdisch bin, ich bin nicht religiös, aber das hat natürlich die Biografie meiner Familie sehr stark geprägt, dann ja, war also plötzlich... Ihre Mutter, kann ich vielleicht sagen, also die musste 1969 zusammen mit den Eltern fliehen aus Polen verlassen, aufgrund einer Säuberungswelle der kommunistischen Partei. Ihre Urgroßeltern wurden ermordet, weil sie jüdisch waren. Die Großeltern verloren praktisch die ganze Familie im Holocaust. Und sie selbst haben auch Antisemitismus erlebt in der Jugend, in Deutschland, in der Kindheit. Aber sie sagen auch das Gegenteil. Das nennen sie Philosemitismus. Also, dass sie fast schon mit Samthandschuhen angefasst wurden, weil sie vielleicht zu dieser Gruppe gehören. So. Also Sie kennen das sehr gut, aufgrund eines bestimmten Merkmals auch anders behandelt zu werden, diskriminiert zu werden. Ja, und zwei Sachen dazu. Das erste ist, dass mir das natürlich zeigt, wie arbiträr diese Identitätskategorien sind. Also als ich in Deutschland aufwuchs, war ich sozusagen der Vertreter der wichtigsten Opfergruppe. Da ich als Jude sozusagen Menschen immer, ob ich es wollte oder nicht, dazu brachte, über ihre Geschichte und das größte Unheil der deutschen Geschichte nachzudenken. Dann bin ich in die USA ausgewandert und in den USA bin ich plötzlich der Repräsentant der großen Tätergruppe, und zwar der Weißen, die dort die Sklaverei vorangetrieben haben und so weiter. Ich glaube, das ist beides ein bisschen zu simplistisch. Und das andere, was ich sagen wollte, ist, dass ich sehr stark gespürt habe als Kind und Jugendlicher und junger Erwachsener, dass damals, wenn ich irgendwie erwähnte, dass ich jüdisch bin, plötzlich eine große Distanz zu den Menschen war, weil ich plötzlich eben in einem Land, wo es nicht so viele Juden gibt, der Repräsentant dieser gesamten großen historischen Tragödie und dem ganzen Umgang damit geworden bin. Und ich dann manchmal Antisemitismus erlebt habe, sehr oft aber diesen etwas kriecherischen Philosemitismus, wo Leute mir beweisen wollten, wie sehr ihnen das Dritte Reich leid tut oder wie sehr sie die Juden lieben. Und das war letztlich auch nicht zuträglicher einer echten Form von Gleichheit, einer echten Form von Kommunikation. Und deshalb verweigere ich mich einigen der neuen Praktiken, die ich in den USA sehe, wo von mir zum Teil erwartet wird, dass ich Menschen auf, die also nicht der privilegierten Gruppen der Weißen zugehören, auf genau dieselbe etwas mulmige, kriecherische Weise behandle, wie ich es immer gehasst habe, als Kind behandelt zu werden. Ich glaube, das ist nicht der Stoff für eine gerechte, gleiche Gesellschaft, in der wir einander mit echtem Respekt begegnen. Also Sie wollen keine Andersbehandlung, weder eine schlechtere noch eine bessere, sondern sozusagen eine wirkliche Gleichheit. Ist die Frage, wie man da hinkommt, natürlich. Ich meine, jetzt, wenn wir über Antisemitismus sprechen und Hass auf Juden, seit dem 7. Oktober, seit dem Angriff der Hamas auf Israel, ist das nochmal ganz anders, auch hierzulande in den Debatten, auf beiden Seiten der Hass, auch gegen Muslime. Wie nehmen Sie das persönlich wahr? Also es ist natürlich, sind schwierige Monate gewesen und eine furchtbare Situation im Mittleren Osten. Ich finde, das hat viel mit der Ideologie zu tun, über die wir heute sprechen. Denn gerade wenn es geht, nicht um Menschen, die vielleicht Wurzeln in der Region haben und da auf verständlichere Weise einen direkten Bezug haben, aber um Intellektuelle und Philosophen und Künstler und Wissenschaftler, die eigentlich keinen direkten Bezug zu der Region haben, aber dann das Gefühl haben, aus Gründen der Intersektionalität, aus Gründen
des politischen Denkens, müssen wir uns jetzt vollkommen solidarisieren, und die dann also zum Teil auch direkt nach dem 7. Oktober, nach diesem furchtbaren Terrorangriff, die Schuld eigentlich sofort Israel in die Schuhe geschoben haben und überhaupt nicht fähig waren, auch nur über die Geiseln zu sprechen oder die zivilen Opfer dieses Konfliktes zu betrauern. Und das kommt, glaube ich, tatsächlich aus einer neuen linken Ideologie, die sagt, wir können die Welt aufteilen in Weiße und People of Color. Und die Weißen sind immer suspekt und die People of Color sind immer gut. Wir können sie aufteilen in Kolonisatoren und die Kolonisierten. Wir können dann sagen, dass der Rassismus... Also so dieses Schubladendenken in Schwarz und Weiß, oben, unten. Es gibt die weißen Unterdrücker und die schwarzen Unterdrückten. So ein bisschen genau, so. Und dann sind die Israelis sozusagen die weißen Kolonisatoren und die Palästinenser sind die nicht weißen Opfer. Und die Realität ist einfach komplizierter, wenn man sich zum Beispiel anschaut, dass in Israel heute eine Mehrzahl der Juden nicht aus Europa stammen, sondern Mizrahi sind, also aus verschiedenen Ländern im Mittleren Osten vertrieben worden sind in den letzten 70, 75 Jahren. Und deren Hautfarbe ist nicht sichtbar anders als die der Palästinenser. Ich finde deshalb, wir müssen uns beruhen auf einen Humanismus, auf einen Universalismus, der die sehr vielen zivilen Opfer auf beide Seiten dieses Konfliktes betrauert und der gleichzeitig fähig ist, den Hamas-Terrorangriff auf Israel zu verdammen und natürlich zu verdammen, dass es jetzt auf palästinensischer Seite so viele Opfer gegeben hat. Beides, ja. Ja, beides. Und diese Fähigkeit, Leute nicht nur als Teil einer Schublade zu sehen, sondern ja, als Menschen, deren Leiden uns alle angehen muss, kommt uns momentan aufgrund dieser ideologischen Irrwege leider ab. Okay, also die Diagnose ist, wir sind da nicht in der Grauzone, sondern wir möchten schwarz-weiß. Es ist fast dieses manichäische Weltbild, gut-böse so. Und wir teilen ein, wer wo ist. Und das dazwischen halten wir kaum aus. Als ich das erste Mal in die USA gekommen bin, waren meine Freunde und Kollegen, die politisch links standen, so wie auch ich, sehr erbost über das manichäische Denken von George W. Bush, der damals sagte, you're with us or you're against us. Ihr seid für uns oder ihr seid gegen uns. Mittlerweile ist einer der großen intellektuellen Stars der USA, Ibram X. Kendi. Und der sagt, es gibt Rassisten und Antirassisten. Es gibt keine Person oder keine Organisation, die einfach nur nicht rassistisch ist. Also das Wasser ist entweder rassistisch oder antirassistisch. Es kann nicht einfach nicht rassistisch sein. Das ist tatsächlich ein ähnlich manichäisches Denken. So ein bisschen Silence is Violence, oder? Also wenn man nichts tut, ist man irgendwie Teil der Tätergruppe. Und also entweder engagiert man sich antirassistisch oder man ist gleich ein Rassist. So. Und ich bin Antirassist, ich bin stolzer Antirassist, aber ich habe nicht dieselbe Definition des Antirassismus wie Ibram X. Kendi. Ja. Jetzt möchte ich mit Ihnen ein bisschen in die Philosophie eintauchen und schauen, woher diese Gedanken eigentlich kommen. Und Sie sagen, das, was wir Identitätspolitik nennen, Wokeness, was Sie so ein bisschen umrissen haben, dass es um diese Identitätsmerkmale vorwiegend geht, das hat vor allem drei Ursachen, wenn ich Sie richtig verstehe, nämlich einerseits die Postmoderne, Denker wie Michel Foucault oder Jean-François Lyotard zum Beispiel, französische Philosophen. Dann die zweite Strömung wäre der Postkolonialismus und das dritte die Critical Race Theory. Was das alles ist, schauen wir uns jetzt mal an, eins nach dem anderen, ist nämlich sehr interessant. Und wenn wir jetzt die Postmoderne nehmen, also Denker wie Michel Foucault zum Beispiel, inwiefern hat denn er das geprägt, was wir heute Identitätspolitik nennen oder mitbestimmt? Ja, also als ich angefangen habe, mir über diese neue Ideologie Gedanken zu machen, wollte ich zunächst einmal lesen, wo sie herkommt und mir die ganzen Werke anschauen, wo das beschrieben wird. Und dann habe ich mit Erstaunen festgestellt, dass es darüber im wissenschaftlichen Betrieb eigentlich gar nichts gibt, was, glaube ich, auch etwas über den aktuellen wissenschaftlichen Betrieb aussagt. Die paar Polemisten, die darüber geschrieben haben, meinten, das sei eine Form des kulturellen Marxismus. Das halte ich für falsch. Denn zunächst einmal weiß ich nicht, was für Marxismus überbleibt, wenn man die wirtschaftlichen Kategorien rausnimmt. Das ist ein bisschen so, als ob man Fußball ohne Tore spielen sollte. Ja, man könnte sagen, anstatt Klassenkampf vielleicht einfach irgendwie Rassenkampf oder man besinnt sich auf andere... Ja, also man nimmt sozusagen die andere Kategorie irgendwie rein. Das andere Problem ist einfach, dass das von den intellektuellen Bezugspunkten nicht stimmt. Also wenn man sich anschaut, wer heute von Aktivisten zitiert wird und wo diese Ideen herkommen, dann ist es eben nicht Karl Marx und Friedrich Engels und nicht einmal Antonio Gramsci, sondern es sind
Michel Foucault und Edward Said und Gayatri Spivak und Derrick Bell und Kimberly Crenshaw. Also um mit den Postmodernisten anzufangen, Foucault hat bezweifelt, dass es so etwas wie universelle Werte gibt, dass es so etwas wie eine abstrakte Wahrheit gibt. Er hat selber Gruppenkategorien sehr kritisch gesehen. Also im unseren Sinne würde man sagen, dass Foucault schwul war oder ein Homosexueller war. Es war ein Mann, der mit Männern Sex hatte. Aber er mag diese Kategorie nicht, weil er sagt, die Bandbreite von sexueller Erfahrung ist so weit, dass dieser Begriff so viel verschleiert, wie er aufzeigt. Und vor allem hat Foucault verändert, wie wir über Macht nachdenken. Also normalerweise würde man sagen, Macht, gut, das ist irgendwie, da wird im Parlament ein Gesetz gemacht und dann gibt es eine Bürokratie oder im Zweifelsfall die Polizei, die das irgendwie durchsetzt. Mhm. So geht Macht sondern von oben nach unten. Mhm. Für Foucault kommt die Macht aus dem Diskurs. Also wir üben Macht aus in unserem Gespräch. Die Macht ist, wie wir Begriffe benutzen und damit sozusagen die Welt lenken. Das ist natürlich, das klingt jetzt bei mir gleich diese politische Korrektheit an, oder? Also das Gewicht, das auf Sprache gelegt wird überhaupt, wie wir einander bezeichnen, welche Worte wir verwenden. So. Das kommt da genau raus. Also Foucault selber war auf eine bestimmte Weise apolitisch. Ich habe einmal Noam Chomsky interviewt, der ganz schockiert war von seiner berühmten Debatte mit Foucault. Noch 50 Jahre später sagte er, das ist der amoralischste Mensch, der mir jemals begegnet ist, weil für Foucault letztlich jeder Diskurs uns so sehr einsperrt wie der nächste. Und dadurch es nie wirklich politischen Fortschritt geben kann. Ja, das zeigt er auch in seinen Werken. Gerade wenn wir jetzt die Gefängnisse zum Beispiel ansehen oder Psychiatrien, da denken wir, es hat sich einiges verbessert, es ist nicht mehr so grausam. Aber für Foucault sagt er, das sind einfach subtilere Formen der Machtausübung. Und auch Wahrheit, wie Sie das gesagt haben, ist eine Form von, und Werte, ist eine Form von Machtausübung, diskursiv, oder? Das gibt es so nicht, universelle Wahrheit und Werte und Fortschritt. Genau, und mit diesen Ideen ist Foucault wahnsinnig einflussreich. Gleichzeitig, also die Postkolonialisten sind wahnsinnig beeinflusst von Foucault und arbeiten sich aber auch an ihm ab. Denn sie sagen, wir wollen diese Ideen als politische Waffe benutzen. Es ist nicht genügend zu sagen, hier ist die Weise, wie der Diskurs funktioniert, aber wir können nicht wirklich verbessern, sondern die Idee ist, dass wir den Diskurs analysieren, um ihn dann umzudrehen, um den Schwachen damit zu helfen, was ja ein sehr verständlicher Gedankengang ist. Und deshalb sagt Edward Said, also ziehen wir eigentlich schon beim zweiten Einfluss, oder? Wenn wir jetzt sagen, Postmodern ist das eine, mit Foucault sagen wir mal, es gibt so diese Skepsis gegenüber dieser Wahrheit, vielleicht auch gegen der objektiven, neutralen Wissenschaft, gegenüber Fortschritt, so auf der einen Seite. Und jetzt kommt die zweite Strömung, das ist dieses postkoloniale Denken. Vielleicht müssen Sie das ein bisschen einordnen. Auch, genau, nee, richtig. Also das sind die Postkolonialisten, die dann eben sagen, die sind wahnsinnig von Foucault beeinflusst. Wenn man Edward Saids Orientalismus liest, ist eigentlich der einzige Theoretiker, der positiv vorkommt, Michel Foucault. Aber sie machen sich Sorgen über diese apolitische Implikation Foucaults und sagen, wir wollen das jetzt repolitisieren. Und genau da kommt dieser politische Nutzen der Diskursanalyse sehr stark raus, wo wir sagen, okay, also der Westen hat eine bestimmte Kategorien benutzt, um den Orient, den Osten sozusagen zu stereotypisieren. Das ist die These von Edward Said in seinem Buch Orientalismus. Das ist 1978, dass wir das verstehen. Said war ein palästinensischer Literaturtheoretiker, genau, in den USA dann auch gelehrt. Genau. Es ist aber nicht genügend zu beschreiben, wie der Westen diesen Orientalismus benutzt hat, um den Kolonialismus zu rechtfertigen, sondern wir wollen diesen Kolonialismus bekämpfen, verständlicherweise. Ja, ja. Und daraus inspiriert sich eine Form des politischen Nutzens der Diskursanalyse, der heute Aktivisten noch sehr stark beflügelt. Also dass es ganz klar geworden ist, dass zum Beispiel eine Form der feministischen Politik zum Beispiel ist, nicht nur für bestimmte Gesetze zu kämpfen, was die Abtreibung angeht zum Beispiel, sondern den Film Barbie zu kritisieren oder zu bejubeln. Also dass sozusagen der Kampf über die Repräsentation der Gesellschaft in der Medien ein Kernfeld der Politik ist und sozusagen
wirklich politischen Nutzen zufolge haben. Genau, nicht nur der Diskurs, die Sprache, sondern auch die Bilder im Kopf. Etwas einfach gesagt, jetzt das Bild des Orients, in Anführungsschlusszeichen, das wir haben, das kann halt rassistisch sein, sehr stereotyp sein, herablassend sein und so weiter. Und dieses Bild ist überall präsent in der Gesellschaft, in Filmen, in Büchern und so weiter. Genau, und das sozusagen dieser Kampf, da ist etwas dran, natürlich, aber sozusagen diesen Kampf über kulturelle Repräsentation zu einem Hauptkern unserer Politik zu machen. Das ist zum Teil richtig, zum Teil, glaube ich, ist es dann politisch vielleicht naiv. Also wie auch immer man zum Gendern steht, ich glaube, die Idee, dass das politisch wahnsinnig was verändern wird, halte ich sozialwissenschaftlich für zweifelhaft. Aber der nächste Schritt kommt dann mit einer anderen postkolonialistischen Autorin, und zwar Gayatri Spivak, die aus Kalkutta stammt, aus Bengal in Indien. Liest, auch sie ist wahnsinnig beeinflusst von den Postmodernisten und den Poststrukturalisten. Sie übersetzt Derrida zum Beispiel ins Englische. Und sie ist schockiert von einem Dialog, den Foucault mit Gilles Deleuze führt, in dem sie sagen, die alten Marxisten wollten immer für die Arbeiterklasse sprechen. Mhm. Wir wollen das nicht mehr tun. Es ist nicht unsere Aufgabe, für Menschen zu sprechen. Der weiße Arbeiter in Paris kann für sich selber sprechen. Und Spivak sagt, naja, der weiße Arbeiter in Paris mag vielleicht für sich selber sprechen können, denn er hat eine Schulbildung und er hat was zum Essen und er hat ein Dach über dem Kopf. Aber die Marginalisiertesten in der Gesellschaft, das, was sie die Subalternen nennen, können das nicht unbedingt. Und deshalb ist für mich eine meiner Aufgaben tatsächlich, für diese Subalternen in Indien und in anderen Teilen der damals sogenannten Dritten Welt zu sprechen. Und um das tun zu können, brauchen wir eine neue philosophische Auffassung. Denn die Kritik von Menschen wie Foucault am Essentialismus, dass Homosexuelle nicht eine homogene Kategorie sind zum Beispiel, ist philosophisch richtig. Also aber dass das alles Konstrukte sind, sage ich jetzt mal so. Genau. Aber politisch ist sie problematisch, denn wir brauchen diese Konstrukte, um für Gruppen sprechen zu können. Mhm. Und deshalb brauchen wir das, was sie einen strategischen Essentialismus nennt. Also aus strategischen Gründen tun wir so, als seien diese essentialistischen Annahmen richtig. Mhm. Und das wiederum inspiriert auch viele Aktivisten heute. Wenn man in aktivistische Räume geht, hört man oft, die Rasse ist ein soziales Konstrukt, sie ist erfunden, was im Großen und Ganzen stimmt. Mhm. Aber wir müssen jetzt die Anliegen von People of Color priorisieren. Oder ein Weißer kann einen BIPOC gar nicht wirklich verstehen. Das ist also ein strategischer Essentialismus, der sich dann natürlich auch in die Pädagogik ummünzt. Wenn wir also verstehen wollen, warum diese Schulen Kinder in verschiedene Klassen aufteilen, je nach ihrer Hauptfarbe, kommt das sozusagen vom strategischen Essentialismus, dass wir aus strategischen Gründen ihre essentialistische Selbstdefinition befördern sollten. Als ich das gelesen habe, kam mir eine andere Denkerin in den Sinn, nämlich Hannah Arendt. Sie war selbst Jüdin und von ihr gibt es ja dieses Zitat, wo sie schreibt, wenn du als Jude angegriffen wirst, dann musst du dich nicht als Mensch, sondern als Jude verteidigen. Trifft das denselben Gedanken? Also ist das, wenn sozusagen ich diskriminiert werde aufgrund einer bestimmten Eigenschaft, dass ich jetzt Frau bin oder schwarz bin oder eine bestimmte Herkunft habe, dann muss ich mich irgendwie auch als solcher verteidigen, verbünden, um überhaupt mir Gehör zu verschaffen. Und das ist klar, damit habe ich überhaupt kein Problem. Also im Buch beschreibe ich zum Beispiel, dass natürlich viele der größten politischen, emanzipatorischen Momente der USA auf eine bestimmte Art, deshalb verwende ich den Begriff auch nicht oft, Identitätspolitik waren. Also wenn man sich zum Beispiel anschaut, Frederick Douglass und seine wunderbare Rede darüber, was der 4. Juli schwarzen Amerikanern bedeuten soll, also der amerikanische Nationalfeiertag. Und er sagt, wenn ihr heute redet darüber, dass alle Menschen gleich sind und gleichzeitig gibt es die Sklaverei, dann ist das natürlich die vollkommene Heuchelei. Mhm. Aber deshalb geben wir diese Werte nicht auf. Das Fazit davon ist nicht, dass die Unabhängigkeitserklärung nichts wert sei, sondern wenn ihr es ernst meint mit den Werten, dann müsst ihr jetzt die Sklaverei abschaffen. Dann müsst ihr uns schwarze Menschen genauso behandeln wie alle anderen auch. Die Meinungsfreiheit bezeichnete Douglass deshalb als den Schreck der Tyrannen. Denn natürlich erlaubte sie es damals Leuten, furchtbare Sachen zu schreiben über schwarze Menschen. Aber sie erlaubte eben auch denjenigen, die gegen die Sklaverei kämpften, das freie Wort. Das heißt, für mich ist die Frage, Frederick Douglass, Martin Luther King, auf eine Weise auch Barack Obama, organisierten natürlich Menschen auch über eine Identitätsgruppe. Aber die Ziele waren universalistische. Das, was sie forderten, war eine Gesellschaft, in der
wer sie sind, weniger bedeutsam ist dafür, wie sie behandelt werden. Und nicht mehr bedeutsam und dafür, wer, wie sie behandelt werden. Wer behauptet denn das Gegenteil heute? Also ist das diese Rückbesinnung auf diese Gruppen, auf Rasse und so weiter, ist es nicht immer nur strategisch? Und das Ziel ist letztlich, dass diese Dinge keine Rolle spielen sollten. Aber da sind wir jetzt noch nicht. Leider nein, denn wie Gayatri Spivak selber erkannt hat, sie hat das Wort nämlich später verworfen, wird dieser strategische Essentialismus oft zu einer Entschuldigung für einen puren oder wie sie es nennt, einen vulgären Essentialismus. Man redet vom strategischen Essentialismus und seht, natürlich ist die Rasse nur eine soziale Konstruktion und im nächsten Atemzug tut man aber so, als sei das eine natürliche Kategorie. Und das sehen wir sehr klar im nächsten Schritt, der diese Ideologie begründet, und zwar bei der Critical Race Theory, bei den Begründern der sogenannten kritischen Theorie der Rasse. Schauen wir uns also zum Beispiel Derrick Bell ein, einen sehr interessanten Denker und Menschen, der in den 60er Jahren wahnsinnig viel getan hat, um die Gesellschaft zu integrieren, für die NAACP, eine sehr wichtige Organisation, als Anwalt tätig war und hunderte von Schulen und Unternehmen verklagt hat, damit sie schwarze Kinder in die Schule aufnehmen, damit sie schwarze Angestellte einstellen und so also weiter. Also genau in dieser Tradition von Martin Luther King und so weiter, oder? Diese Tradition dann aber explizit verwirft. Und ganz klar macht, und deshalb müssen wir auch wirklich klar... Frust darüber, dass es nicht zum Ziel führt? Aus verständlichem Frust darüber, dass das lange gedauert hat, dass es nicht immer zielführend war, dass zum Beispiel er manchmal Kinder vertreten hat, die also in eine bestimmte Highschool gehen wollten, diese Gerichtsverfahren gewonnen hat, aber das hat Jahre gedauert und bis dahin waren die Kinder nicht mehr an der Schule, hatten also nichts mehr davon. Das sind alles Frustrationen, die vollkommen verständlich sind. Aber er hat tatsächlich explizit daraus das Fazit geführt, dass Martin Luther King falsch lag. Dass der oberste Gerichtshof in seinem berühmten Gerichtsurteil Brown vs. Board of Education, der also zur Integration der Schulen führte, vielleicht falsch gelegen hat. Dass schwarze Amerikaner hätten kämpfen sollen für Schulen, die separat und echt gleich sind. Er hat behauptet, dass er hat sich lustig gemacht über We Shall Overcome, das berühmte Lied der Bürgerrechtsbewegung, den er als Kitsch abgestempelt hat, der genau in die falsche Richtung führt. Er hat gesagt, dass die USA im Jahr 2000 noch überhaupt keinen Fortschritt in Bezug auf schwarze Amerikaner gemacht hätte, dass das Land so rassistisch bliebe, als es 1950 oder 1850 gewesen wäre. Einfach andere Formen des Rassismus. Sozusagen. Subtiler, weniger sichtbar, aber genauso stark, genauso schlimm wie zu Zeiten der Sklaverei. Was ich übrigens für anstößig finde, nicht für anstößig, weil Amerika heute so toll ist, sondern für anstößig, weil Menschen in der Vergangenheit viel, viel schlimmere Formen der Diskrimination erfahren haben. Aber das ist wieder diese Fortschrittsskepsis drin und auch die These, dass das Recht selbst vielleicht auch subjektiv ist und das nicht hilft, sozusagen universelle Rechtsansprüche, sondern es kommt darauf an, welche Bilder die Leute im Kopf haben, wie sie mit dem umgehen und so. Und da gibt es wieder, diese Neutralität gibt es nicht. Es ist immer dieses politische. Genau, und da ist ein analytisches Problem und ein normatives Problem. Analytisch ist das Problem damit, dass das, glaube ich, einfach die Gesellschaft nicht richtig trifft. Da geht es ja letztlich nicht nur um schwarze Amerikaner, sondern auf ähnliche Weise wird es heute angewendet auf sexuelle Minderheiten im deutschsprachigen Raum, auf verschiedene Gruppen. Und da können wir gleichzeitig erkennen, dass es natürlich noch Diskriminationen gibt, gegen die wir uns wehren müssen, gegen die wir kämpfen müssen. Und dass wir natürlich riesige Fortschritte gemacht haben bei diesen Fragen. Wenn ich mir anschaue, wie im deutschsprachigen Raum Schwule und Lesben behandelt werden. Es ist doch überhaupt keine Frage, dass sie heute eine viel größere gesellschaftliche Repräsentanz haben, mit viel mehr Toleranz behandelt werden, als noch in meiner eigenen Kindheit. Genau, aber das heißt, das können nicht, wir beide gleichzeitig denken, dass es die Diskrimination gibt und dass wir Fortschritte gemacht haben. Das andere Problem ist das Normative. Dass Bell nämlich nicht sagt, wir müssen immer unter diese universellen Werte schauen, um zu sehen, ob Leute auch wirklich gleich behandelt werden, was sie nicht immer behandelt werden und wogegen wir kämpfen müssen. Sondern er sagt, deshalb müssen wir die Art und Weise, wie wir einander behandeln und die Art und Weise, wie der Staat uns alle behandelt, explizit abhängig machen von der Gruppe, in die sie geboren sind. Und das führt uns letztlich weg von der Art von Gesellschaft, in der ich leben möchte und, glaube ich, weg von der Art von Gesellschaften, in der realistischerweise wirkliche Fortschritte für Minderheitengruppen erzielen werden. Bedeutet das, dass man auch so Quoten zum Beispiel rechtfertigen kann für Frauen oder People of Color, für bestimmte Positionen an Universitäten? Da geht es um Quoten.
Es geht aber auch darüber hinaus. Das ist ja auch eine gezielte, sozusagen positive Diskriminierung, sagt man dem auch, oder? Dass man jemanden besser behandelt, weil eine bestimmte Hautfarbe. Teil dessen ist, dass wir uns im Gespräch nicht als Menschen begegnen, sondern als Repräsentanten dieser Identitätsgruppen, was ich genau in meiner Kindheit als Jude in Deutschland als sehr befremdlich empfand. Teil davon sind aber auch wirklich extreme politische Entscheidungen. Also in den USA zum Beispiel, in fast jedem Land der Welt, haben Regierungen Impfstoffe vergeben auf Basis des Alters, weil ältere Menschen mit viel größerer Wahrscheinlichkeit an Covid gestorben sind als jüngere Menschen. Die CDC, die Centers for Disease Control, also die zuständige Behörde in den USA, wollte das zunächst auch machen, hat sich darüber Gedanken gemacht und das dann aber verworfen, weil sie festgestellt hat, dass ältere Amerikaner überproportional weiß seien. Und deshalb gesagt, stattdessen geben wir diesen Impfstoff an sogenannte Essential Workers, also Leute, die wichtige Jobs machen. Damit waren ein paar Probleme verbunden. Erstens war das wahnsinnig breit definiert. Das heißt, Filmproduzenten in Kalifornien, Banker in New York, Universitätsprofessoren im Staat Maryland, so wie ich, wurden alle als essentielle Arbeiter eingestuft, obwohl ich selber zum Beispiel nicht einmal in persönlich Unterricht gab oder geben durfte, sondern über Zoom. Und zweitens ist das Problem, dass wenn man zwei 25-jährigen Latinos den Impfstoff gibt, statt einem 80-jährigen Latino, dann werden mehr Latinos sterben, weil Corona eben für ältere Menschen so viel gefährlicher sind. Das bedeutet, aufgrund dieser Politik sind nicht nur mehr Amerikaner gestorben, sondern auch mehr nicht-weiße Amerikaner mit großer Wahrscheinlichkeit. Das ist die logische Konsequenz dieses Denkens und natürlich führt das auch zu wahnsinnigen politischen Kämpfen, weil die Leute dann sagen, jetzt müssen wir für die Interessen unserer eigenen Identitätsgruppe einstehen und kämpfen. Wenn nicht, dann kriegen wir vielleicht nicht einmal die lebensrettenden Medikamente. Das führt zu einem sehr gefährlichen Nullsummenspiel in der Gesellschaft. Genau, über diese Gefahren müssten wir noch sprechen und wie groß die wirklich sind. Wir haben jetzt gesehen, woher das alles kommt. Sehr kompliziert, aber ich finde, das lohnt sich, das mal genauer anzuschauen. Jetzt ist es ja immer so, ich bin nicht nur Teil einer Gruppe, sondern immer verschiedene Identitäten. Also ich bin zum Beispiel weiß, männlich, heterosexuell, ich habe keine Behinderungen und so weiter. Und ich hatte vor einiger Zeit Emilia Roig hier zu Gast, das ist eine französische Politikwissenschaftlerin und Antidiskriminierungsaktivistin. Und ich habe sie gefragt, ziemlich am Anfang des Gesprächs, ob ich als weißer heterosexueller Mann ohne Behinderung jetzt eigentlich automatisch Teil einer unterdrückerischen Struktur bin der Gesellschaft. Und wir hören uns mal an, was sie gesagt hat. Ja, tatsächlich. Auch wenn es von ihrer Seite keine negativen Absicht gibt, auch vielleicht gar kein Bewusstsein darüber. Ja. Aber die Zugehörigkeit alleine führt dazu. Also jetzt, wenn ich nochmal mein Beispiel über Behinderung nehme. Ich diskriminiere nicht aktiv gegenüber Menschen mit Behinderung. Aber die Tatsache, erstens, dass ich mir diese Frage nicht stellen muss, führt auch zur weiteren Unsichtbarkeit von diesen Hürden, von diesen Barrieren. Die Tatsache, dass ich hier kommen kann, ohne dass die Menschen, die mich einladen, sich Gedanken darüber machen müssen, wie ich dann hier dazu komme, führt auch dazu, dass ich bevorzugt werde als Gast, weil es einfacher ist, mich einzuladen als eine Person, wo eben alle diesen Barrieren auch gecheckt werden sollten, eventuell auch Maßnahmen ergriffen werden sollten, um diesen Zugang zu ermöglichen. Und das heißt also jetzt, wenn Sie sagen, ich als weißer heterosexueller Mann, automatisch, ja, weil wir leben in einem System, das sich auch über mehrere Jahrhunderte gebaut hat und die ihre Perspektive, und das ist auch vielfältig. Das heißt nicht, dass alle weiße heterosexuelle Männer gleich sind, ganz und gar nicht. Aber auf diesen Achsen, die Welt wurde eben für heterosexuelle Menschen, für Männer und für weiße Menschen konzipiert. Ja. Die These ist, dass diese Privilegien, die bestimmte Menschen genießen, dass die auch blind machen gegenüber Barrieren, Diskriminierung. Und deswegen ist es auch wichtig, Diversity, also diese Vielfalt auch von Menschen im Team zu haben, weil nicht alle alles gleich gut sehen. Das ist eine Hauptthese von ihr. Also zunächst mal glaube ich als Humanist daran, dass wir miteinander ins Gespräch kommen können, kommunizieren können, dass wir einander dadurch besser verstehen können. Dass es natürlich Menschen gibt in unserer Gesellschaft, die Erfahrungen machen, die ich vielleicht aufgrund meiner bestimmten Identität nicht auf dieselbe Weise erlebe. Dass wenn mir jemand sagt,
die Polizei diskriminiert mich und schikaniert mich, ich sagen könnte, mir ist das nie passiert, also hast du das erlogen? Oder ich kann sagen, nein, das ist vielleicht, weil du eine andere Hautfarbe hast oder anders wahrgenommen wirst. Also erzähl mir das, ich will das verstehen. Das ja, ist, glaube ich, der Anfang der echten. So. Natürlich, das ist der Anfang der echten Solidarität. Mhm. Nun gibt es ganz klar Menschen in dieser neuen Ideologie, die das verneinen. Die sagen, nein, wenn wir an verschiedenen Schnittstellen der Identität stehen, können wir einander nicht wirklich verstehen. Und die Grundlage von politischer Solidarität ist nicht, dass ich sage, ich höre dir zu und wenn ich das für richtig befinde, dann ändert das meine Meinung über die Welt, dann werde ich aus meinen eigenen Werten und Gründen mit dir solidarisch, sondern wir sollen nur unser Urteilsvermögen delegieren, sagen, ich kann dich sowieso nicht wirklich verstehen, also sagst du mir, was jetzt die richtige Art ist, für Menschen mit Behinderungen zu kämpfen oder für Menschen, die People of Color sind, zu kämpfen oder für andere Rechte zu kämpfen und dann delegiere ich mein Urteilsvermögen an dich. Das ist das die eine Sorge, die ich habe. Die andere Sorge ist, dass es natürlich Menschen gibt, die mit mehr Privilegien aufwachsen und Menschen, die mit weniger Privilegien aufwachsen. Und das dann natürlich auch korreliert mit bestimmten Identitätsgruppen, aber eben nicht perfekt korreliert. Und wenn man ein Individuum vor sich hat, dann mag es sein, dass diese Person nicht weiß ist, dass diese Person auf anderer Hinsicht nicht privilegiert ist, aber gleichzeitig vielleicht in einer sehr reichen Familie aufgewachsen ist. Klar. Und es gibt natürlich sehr viele weiße, hetero Männer, die von ihren Vätern geschlagen worden sind oder die vielleicht in großer Armut aufgewachsen worden sind, die vielleicht eine Mutter hatte, die Alkoholikerin ist. Also natürlich müssen wir uns bewusst sein, dass Menschen aufgrund ihrer Gruppenzugehörigkeit verschiedene Erfahrungen eventuell haben in der Gesellschaft. Aber daraus zu schließen, ich sehe hier aus, wie dein Gesicht aussieht und du siehst aus wie ein privilegierter Mann und daraus kann ich dann genau alles über dein Leben schließen, das ist die große Gefahr. Ja, aber das würde ja niemand behaupten. Das kann man doch nicht vernünftigerweise behaupten. Die Idee ist doch sozusagen à la Intersektionalität, das Wort, das Sie auch schon gebracht haben, dass es halt Schnittmengen gibt. Eine Person kann verschiedenen Minderheiten oder marginalisierten Gruppen angehören, als schwarze Frau, als Lesbin und so weiter, mit einer Behinderung. Und dann, je nachdem, prägt das dann natürlich auch den Blick. Aber wie setzen wir das dann in die Praxis um? Und wenn ich mir zum Beispiel anschaue, wie aufgrund von Theoretikern, die genau aus der Critical Race Theory stammen, diese Idee von Privileg in die Praxis umgesetzt wird, kann ich ein paar Beispiele nennen. Das eine zum Beispiel, dass man sagt, es gibt ein Privilege Walk an amerikanischen Schulen, an der sich alle Kinder aufreihen in eine Reihe und dann sagt man, bist du weiß? Gut, dann mach ein paar Schritte vor. Hast du Eltern, die verheiratet sind? Gut, dann mach ein paar Schritte vor. Bist du behindert? Wenn nicht, dann mach ein paar Schritte vor. Und dann stehen die ganzen Kinder dann sozusagen auf diese Weise Echt? Ihr Privileg schauend an. Und das glaube ich nicht, dass das wirklich fähig ist. Aber wie verbreitet ist das, Herr Munk? Das ist sehr verbreitet. Das gibt es an sehr vielen Schulen, dass das heute geschieht. Okay. Es gibt auch ein zweites Beispiel, das systemischer ist, dass es in den USA die SATs gibt, einen Standardtest, der sehr wichtig ist bei der Annahme an die Universitäten. Und der College Board, die den SAT leitet, hat kurz vor der Pandemie, ich glaube es war 2019, eingeführt einen Adversity Score, in der Probanden gefragt werden, ähnliche Fragen. Also was ist die Hautfarbe, wo wohnen sie und was sind die Charakteristiken dieser Nachbarschaft? Sind ihre Eltern verheiratet? Und je nachdem kriegen sie eben eine Punktzahl, wie privilegiert oder unterprivilegiert sie sind. Und das geht dann an die Unis und sie können damit sozusagen mithelfen, zu entscheiden, wer da aufgenommen wird. Aber auch dieser Privilege Score nimmt natürlich nicht auf, wie es tatsächlich bei ihnen aussieht, ob ihre Eltern gebildet sind, ob sie mit ihnen die Hausaufgaben machen, ob sie aus einem liebenden Haushalt stammen oder nicht. Klar. Ja, schockierende Beispiele irgendwie auch. Und wenn Sie natürlich da leben und da lehren und das spüren, diese Tendenz spüren, kann ich mir vorstellen, warum Sie dieses Buch schreiben. Also für mich hört sich das an wie eine andere, fremde Welt, ehrlich gesagt. Was bei uns natürlich ist, es gibt diese Debatten um Cancel Culture und Political Correctness und so. Und da hatten wir vor einiger Zeit auch darüber diskutiert, im philosophischen Stammtisch, ob das eigentlich auch eine gute Sache ist, dass eine Öffentlichkeit gibt, MeToo zum Beispiel, dass Frauen an die Öffentlichkeit gehen können und vielleicht auch jemanden an den Pranger stellen können, wenn er was Schlechtes gemacht hat, vielleicht das letztes Mittel, das überhaupt zur Verfügung bleibt. Und wir hören uns dazu mal die Schweizer Genderforscherin Franziska Schutzbach an.
die Hashtag-MeToo-Debatte hat ja auch Sexismus. Da war ja quasi das Internet absolut wichtig, weil diese Frauen dann an die Öffentlichkeit sind. Und die Öffentlichkeit ist nicht das beste Mittel, es ist leider oft das letzte, weil so viele politische Kämpfe, strukturelle Versuche, Dinge zu ändern, zum Beispiel in Unternehmen Anlaufstellen einzuführen, wo sich Frauen, die belästigt werden, hinwenden können. Das alles nicht funktioniert hat. Und dann ist quasi diese Öffentlichkeit, Pranger, Anklagen, das Mittel, das noch bleibt. Ja? Ich finde, wir reden hier, als ob wirklich diese Transgender-Anliegen zum Beispiel schon alle fast erreicht wären und jetzt nur noch diese blöden Aktivisten so fundamentalistisch vorgeht. Es stimmt ja nicht. Es ist genau das Gegenteil. Wir erleben politische Verhältnisse, in denen zum Beispiel auch in der Europäischen Union mit sehr vielen christfundamentalistischen Bündnissen, die da jetzt wirklich systematisch dran arbeiten, dass eben Anti-Gender-Politik gemacht wird, dass bestimmte Errungenschaften eigentlich wieder zurückgedreht werden. Also die These ist, Bewegungen wie MeToo, dass man an die Öffentlichkeit geht, ist eigentlich das letzte Mittel, das überhaupt noch etwas geholfen hat. So. Also sicherlich ist es so, dass die sozialen Medien, Facebook, Twitter und so weiter, viel Gutes vorhergebracht haben, viele Missstände aufgestellt haben, Leute über viele furchtbare Sachen informiert haben. Gleichzeitig glaube ich, dass wir momentan in einer Kultur der Angst leben. Und zwar nicht nur in den USA, sondern auch im deutschsprachigen Raum. Und das für jede freiheitliche Gesellschaft, die sich die freiheitlich-demokratische Grundordnung auf die Fahnen schreibt, Sorgen machen sollte. Wenn man die Menschen fragt, haben sie Sorge, sich in ihrem Bekanntenkreis frei zu äußern, ist das mittlerweile in den USA über 50% der Menschen, die das bejahen, und auch im deutschsprachigen Raum sehr viele Menschen, die da Ja sagen. Das im ist, privaten Freundeskreis. Ja, und das ist, glaube ich, nicht eine zuträgliche Gesellschaft. Denn übrigens, die Wahl ist ja geheim. Also auch wenn man dann öffentlich das sagt, wo man das Gefühl hat, das soll ich jetzt sagen, dann nimmt man den Frust vielleicht in der Wahlurne aus. Und das erklärt vielleicht auch einige der politischen Veränderungen der letzten Jahre im europäischen Raum. Ja, Sie sagen, Sie machen in dem Buch auch ein großes Plädoyer für die Redefreiheit und sagen, das ist auch ein Sicherheitsventil für liberale Demokratien. Und ich meine, wir haben über politische Korrektheit kurz gesprochen, über das, was man Zensur auch nennt. Und Sie fordern eine robuste Kultur der Redefreiheit, ist das Zitat. Heißt das jetzt, dass man auf den sozialen Medien wie Facebook und Twitter und so Hass und Fake News, dass man dem freie Rede, freien Lauf lassen soll? Oder wo ziehen Sie die Grenzen? Also zunächst einmal ist die Grenze ganz klar, dass der Staat nicht das Recht haben sollte, Menschen aufgrund ihrer Meinungsäußerung einzusperren. Wenn jemand eine politische Meinungsäußerung tätigt, dann finde ich, dass der Staat nicht das Recht haben sollte, diese Person dafür einzusperren, egal wie schlimm diese Meinungsäußerung sein mag. Also das können auch antisemitische, rassistische, ja, Nazi-Kommentare, Holocaust-Leugnung mit einnehmen. Alles. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass ich nicht Institutionen oder anderen Menschen traue, für mich zu entscheiden, was ich sagen und hören darf. Und weil das sehr oft nach hinten losgeht. Russland hat übrigens das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, hieß das, glaube ich, also ein Gesetz zu der Zensur des Internets, fast 1:1 in Russland übernommen. Und dann nach Kritik gesagt, ja, ich habe doch einfach nur euer Gesetz angewandt, was kann denn daran falsch sein? Wenn man sich anschaut, dass während der Pandemie zum Beispiel, ich glaube, es war in Hamburg, die Polizei die Wohnung eines Bürgers durchsucht hat, weil er den Gesundheitsminister Hamburgs einen Pimmel nannte im Internet. Wenn man sich anschaut, dass in Stuttgart zum Beispiel jemand verfolgt worden ist, weil er ein Antifaschist vertrieben hat, ein Symbol von einem Stickmännchen, das ein Hakenkreuz in den Mülleimer wirft, das aber sozusagen als Nazi-Symbol gewertet würde. Dass man sich anschaut, dass eine Zeitschrift, die besonders für sexuelle Minderheiten spricht, den verstorbenen Papst stark kritisiert hat und dafür dann für Beleidigung belangt worden sind, traue ich diesem System nicht, für mich zu entscheiden, was gesagt werden darf und was nicht. Aber dann braucht man eine wirklich dicke Haut. Also Personen, die einer diskriminierten Minderheit angehören. Also ich meine, Sie haben ja auch ein biografisches Beispiel selbst erlebt. Mit 15 Jahren, glaube ich, schauen Sie aus dem Schlafzimmerfenster und draußen ist eine Nazi-Demonstration. Also solche Sachen
müsste es dann wieder geben dürfen und hässliche Kommentare und Fake News verbreiten, die dann auch politisch natürlich die ganzen Demokratien stürzen können. Aber diese Demonstrationen gab es ja trotzdem damals. Unter momentan geltendem Recht, vielleicht hat sich das Recht ein bisschen verändert, aber diese Demonstration könnte es auch heute noch geben. Also Sie sagen, sie hatten dann halt keine Hakenkreuze auf der Fahne, sondern die Flagge des alten Deutschen Reiches, die eben nicht verboten ist. Und das ist ja ein Teil des Problems dieses Versuchs zu zensieren. Das erste Problem darin ist, dass immer die Mächtigen entscheiden, was zensiert wird. Ja, also wir tun so, als würde das den Minderheiten helfen, den Marginalisierten. Aber wer entscheidet denn darüber, was letztlich Zensur ist? Politiker, Staatsanwälte und die wichtigsten Menschen in Silicon Valley. Warum gehen wir davon aus, dass die ausgerechnet auf der Seite der Schwächsten der Gesellschaft sein sollen? Weil die immer mehr Druck machen, könnte man sagen. Ja, aber die Mehrheiten können auch Druck machen. Schauen Sie sich an, was in Indien passiert, was in Brasilien passiert, was in vielen Ländern der Welt passiert, wo die anderen gerade an der Macht sind. Also ich habe lange Debatten geführt, zum Beispiel, was das angeht, mit Linken in den USA, die im Kontext des Campuses immer das Gefühl haben, hier haben Menschen das Sagen, die uns relativ ähnlich denken. Und deshalb sind wir jetzt für diese gesamte Zensur. Ja, plötzlich nach dem 7. Oktober sind es auch viele pro-palästinensische Stimmen, die das Gefühl haben, sie können sich nicht ausdrücken. Jetzt plötzlich sagt die Linke, oh, vielleicht war die Redefreiheit doch das richtige, doch der richtige Wert. Wir brauchen ein überparteiliches und überideologisches Bekenntnis zur Redefreiheit, denn niemand weiß, was die politische Situation von morgen sein wird und wer dann plötzlich zum Schweigen gebracht wird. Mhm. Vielleicht zum Schluss, die Zeit rennt uns davon. Wenn wir jetzt sagen, also die These ist, in den nächsten Jahrzehnten gibt es einen langen Kampf um diese Ideologie, wie Sie sie nennen. Und ich fände es trotzdem hilfreich zu sagen, es gibt einen guten Kern der Antidiskriminierungspolitik, das sagen Sie ja auch, die ist wichtig und richtig, aber es gibt Auswüchse. Vielleicht können Sie am Schluss zwei, drei Tipps geben, wie wir verhindern können, dass diese Extremposition zu laut und zu einflussreich wird. Also zunächst mal, es gibt natürlich Diskriminierung in unserer Gesellschaft. Es gibt natürlich Ungerechtigkeiten in unserer Gesellschaft. Der Kern dieser neuen Ideologie besteht darin zu sagen, dass wir keinerlei Fortschritte gemacht haben und dass wir nur Fortschritte machen können, indem wir die universellen Werte, auf der unsere freiheitlich-demokratischen Demokratien beruhen, verwerfen. Das halte ich für einen riesigen Fehler. Unsere Gesellschaften sind imperfekt, aber sie haben echte Fortschritte gemacht, was Rassismus angeht, was Homophobie angeht, was andere Formen der Diskriminierung angeht. Und sie haben diese Fortschritte gemacht, weil Menschen wie Frederick Douglass und Martin Luther King, weil Menschen wie die Anführer der Schwulenbewegung in den letzten Jahrzehnten gesagt haben, wir wollen so behandelt werden wie ihr. Aus welchem Grund schließt ihr uns ausgerechnet aus? Das bedeutet, der weitere Fortschritt wird geschehen, nicht indem wir eine Gesellschaft aufbauen, in der wir, wie wir einander behandeln, immer davon abhängig machen, welche Hautfarbe wir haben, welcher Gruppe wir angehören, sondern eine Gesellschaft aufbauen, in der wir einander wirklich als Gleiche und Ebenbürtige behandeln. Das nehme ich gerne als Schlusswort. Vielen herzlichen Dank, Jascha Munk, für dieses lebendige Gespräch. Vielen schönen Danke. Dank. Ja, wie denkt ihr über die sogenannte Identitätspolitik? Fluch oder Segen? Schreibt es in die Kommentare und hier drüben findet ihr wie immer zwei weiterführende Gespräche zum Thema. Danke euch fürs Mitdenken und auf bald.